Die einen lieben diese Technik, die anderen halten sie für absoluten Schrott. Wir werden uns das Ganze mal im Detail angucken. Ich habe dazu ein paar richtig, richtig schöne Versuche vorbereitet. Jetzt versuche ich mal, die beiden Nähte einfach nacheinander abzubrechen. Cold Welding oder auf Deutsch Kaltschweißen ist eine unglaubliche Technik, um Metalle miteinander zu verbinden. Du setzt einen kleinen Punkt und du bringst nur so wenig Wärme in dieses Bauteil, dass du das Ganze nach wenigen Sekunden schon wieder anfassen kannst. Aber die Frage ist natürlich, was ist mit der Festigkeit? Geht sowas auch mit Aluminium? Und am Ende des Tages haben mir nach meinem letzten Video sehr viele Leute kommentiert: Manni, das ist doch Blödsinn. Kaltschweißen ist doch was ganz, ganz anderes. Und es stimmt natürlich, dass die deutsche Normung unter einer Kaltverschweißung etwas ganz anderes versteht. Das ist eine Verbindung von Metallen unter Zuhilfenahme von Kraft und Druck. Sowas kann beabsichtigt sein oder halt auch unbeabsichtigt. Ich habe mir aber ganz einfach mal rausgenommen, diesen Ami-Begriff Cold Welding, der heutzutage an jedem zweiten WIG-Schweißgerät dran steht, einfach auf Deutsch zu übersetzen und das Ganze mit Kaltschweißen zu betiteln. Weil das ist im Prinzip auch das, was man hier macht. Man setzt einen kleinen Spotpunkt, hat damit wirklich tolle Möglichkeiten und innerhalb von Sekunden ist das Bauteil wieder kühl. Man kann das Bauteil wieder anfassen. Ich finde das Ganze immer so beeindruckend, weil man da sehr dünne Materialien spielend leicht miteinander verbinden kann. Und auf der anderen Seite ist es eine Technik, die zeigt man einem Anfänger, der hat noch nie was mit WIG-Schweißen zu tun gehabt und der kann innerhalb weniger Minuten damit wirklich tolle, spektakuläre Ergebnisse erzielen. Also ich bin jetzt auch der Allerletzte, der sagt, schweißt das nicht vernünftig. Aber es gibt viele verschiedene Anwendungen, da reicht so eine einfache Technik vollkommen aus. Alles, was ihr hier auf diesem Tisch seht, ist wirklich nur gepunktet. Das heißt, diese schöne Vorrichtung hier, die habe ich neulich mal in einem Video gebaut, alles nur mit einer Spot-Funktion gepunktet. Muttern angepunktet, hier hinten die Muttern gepunktet. Hier hatte ich schon weitaus über 100 Kilo drauf und alles hat gehalten. Selbst die Lage an das Rohr hatte ich nur gepunktet, hat den riesen Vorteil, man bringt sehr wenig Wärme ins Material rein. Man zerstört diese Kugellager eigentlich nicht. Also es ist eine der wenigen Techniken, die man einsetzen kann, um so Lager auch anzupunkten, und das Ganze hat eine Festigkeit, dass es vollkommen ausreicht. Ich habe hier viele andere verschiedene Bauteile, habe hier zum Beispiel oben ganz einfach das Rohr verspottet, eine schöne dekorative Technik, reicht vollkommen aus. Hier nochmal Lager angepunktet, hier vorne eine Scheibe vorgepunktet, reicht auch vollkommen aus von der Festigkeit. Und auch im Geländerbau wird heutzutage ja unwahrscheinlich viel gesteckt. Das ist auch eine sehr einfache Möglichkeit, um auch für ein Steiger Geländer zu bauen, die hinter zu Hause individuell anzupassen. Und hier gibt es halt auch die Möglichkeit, dass das Ganze zusammen gesteckt wird. Da wird heutzutage oft geklebt. Bevor ich hier anfange zu kleben, mache ich hier lieber zwei, drei Spotpunkte. Hier habe ich eine ganze Reihe durchgespottet. Hat eine unglaubliche Festigkeit, wird man nie wieder auseinanderkriegen, wenn man es nicht irgendwo mit der Trennscheibe auseinanderschneidet. Das ist jetzt der erste kleine Festigkeitsversuch. Ich habe also zwei Bauteile, jeweils 0,8 mm Edelstahlblech. Wir sehen, wir haben hier eine Wurzel, auch wenn die leicht verbrannt ist. Also das ist die gespottete Naht. Von oben sieht es wirklich gut aus. Hier habe ich eine geschweißte Naht. Und die hat wirklich eine saubere, ordentlich durchgeschweißte Wurzel. Das ist nur so gerade geblieben, weil ich das Ganze gespannt hatte. Hatte ich auch mal in so einem kleinen Video gemacht, ein Dünnblechschweißen da erklärt in der Vorrichtung. Ansonsten ist so dünnes Blech mit WIG zu schweißen gar nicht so einfach. Also da muss man schon gewisse Erfahrung haben. Das mit dem Spotten hat den Riesenvorteil, das kriegt wirklich jeder hin. Jetzt versuche ich mal, die beiden Nähte einfach nacheinander abzubrechen. Man sieht jetzt hier relativ schön das Ergebnis. Die gepunktete Naht hat ungefähr 10, 12 Mal standgehalten, immer von vorne nach hinten mit der Rohrzange vernünftig angepackt, mit der Alligator von Knipex übrigens. Und dann ist das Ganze in der Naht gebrochen, richtig schön mitten in der Naht. Bisschen hier in den Randbereich reingezogen, aber im Prinzip ist es hier wirklich schon gerissen. Die Schweißnaht hat deutlich mehr ausgehalten. Hier bin ich ungefähr 15 bis 20 Mal wirklich vor und zurück, also viel, viel mehr. Und dann ist es auch nicht in der Naht gerissen, dann ist es an der Stelle gerissen, wo ich das Ganze eingespannt habe.
Festigkeitstest Nummer 2 ist jetzt der Haken. Wenn ich hier was dranhängen würde, könnte ich da wahrscheinlich Tonnen dranhängen. Aber wenn wir den biegen, das heißt mit dem Hammer von vorne nach hinten kloppen, dann wird der relativ schnell abbrechen. Und dann ist natürlich interessant, wie es im Inneren aussieht. Man hat hier jetzt auch wieder ein sehr interessantes Ergebnis. Das heißt, ich habe hier außen die Kante einen Millimeter oder so aufgeschmolzen. Ich habe hier innen aufgeschmolzen, wo ich die Kehlnaht gepunktet hatte. Und in der Mitte ist so ein Streifen, das sieht man richtig, da ist das Material nicht aufgeschmolzen. Das nimmt dem Ganzen natürlich Festigkeit. Ich habe hier außen eine leichte Unterwölbung, weil ich natürlich kein Zusatzmaterial verwendet habe. Und ich habe hier außen von der Seite hier keine Kehlnaht aufgebaut, habe hier also keine Überhöhung und das nimmt dem Ganzen auch Festigkeit. Wenn ich hier mit einem dicken 1,5 Kilo Hammer von beiden Seiten mehrfach drauf kloppe, es waren jetzt so 5-6 Schläge von jeder Seite, also es hat sich schon ein bisschen hingezogen, musste schon Kraft und Gewalt eingewendet werden, dann ist das auch schon eine gute Festigkeit und ich sage es immer, es reicht für viele Anwendungen vollkommen aus, aber wenn man das Ganze schweißt, dann ist es natürlich immer noch mal eine andere Geschichte. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, ich habe schon relativ viele Bruchversuche gemacht mit solchen Nähten und oft sind die Ergebnisse mit einem Max-Schweißgerät auch nicht anders. Da wird von außen einer drauf gebrummt, von innen einer drauf gebrummt und dann sagt man, das hält schon. Und wenn man das Ganze abkloppt oder so, ist das auch überhaupt kein Problem. Also das ist nichts Außergewöhnliches, aber wenn man das vernünftig mit Mack oder mit Wick oder mit einer Elektrode schweißt, bekommt man schon eine ganz andere Festigkeit. Es ist nicht schlecht von der Festigkeit, aber es ist natürlich nicht so, wie es sein sollte, wenn man hier wirklich eine extrem hohe Belastung hat. Jetzt gucken wir einfach mal, wie wir diese Mutter hier abbekommen. Bei der Mutter sieht man schon, da kann man machen, was man will, da passiert überhaupt nichts. Ich habe hier eine Schraube eingedreht, habe zusätzlich noch eine Mutter aufgedreht, habe auf das Ganze eingeschlagen wie ein Bescheuerter. Dann ist erstmal die Schraube abgebrochen, hinterher irgendwann die Mutter und an der Mutter, die hier angeschweißt ist, ist gar nichts passiert. Es ist natürlich so, dass ich immer diese Flanschmuttern nehme. Da hat man den riesen Vorteil, dass man diesen Flansch auch aufschmilzt, hat hier also auch eine Art Zusatz. Und wir haben hier natürlich eine flächige Aufnahme oder eine flächige Auflage und dadurch haben wir natürlich auch eine sehr gute Kraftverteilung. Also bei so einer Mutter würde ich mir niemals Gedanken machen, dass da die Festigkeit nicht ausreicht. Drei Bauteile, drei ganz unterschiedliche Ergebnisse. Also wenn jemand sagt, dass es die gleiche Festigkeit hat wie Schweißen, das ist natürlich Blödsinn. Das stimmt natürlich nicht. Festigkeit, so ist immer wieder auch meine Aussage, reicht für viele Anwendungen vollkommen aus. Und wir haben halt den Riesenvorteil, dass wir wenig Wärme reinbringen, wenig Verzug. Und das ist halt eine sehr einfache Technik ist. Und man sieht schön an diesem Bock hier, den ich damals wirklich auch nur verspottet hatte, das reicht vollkommen aus für viele Anwendungen. Für andere Sachen, wenn ich hier so einen Haken hätte und der wäre dynamisch belastet, um Gottes Willen, bitte vernünftig schweißen. Sowas möchte ich ja auch nicht vermitteln. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage offen, was ist mit Aluminium? Kann man diese Technik auch beim Aluminium einsetzen und was kriegt man da für Ergebnisse? Und das lässt sich relativ einfach beantworten mit Jein. Im Prinzip funktioniert es auch bei Aluminium. Aluminium hat nur einen riesengroßen Nachteil. Aluminium leitet die Wärme unwahrscheinlich gut ab. Das heißt, am Anfang schaffe ich es kaum, Aluminium aufzuschmelzen. Und dann müssen die Punkte im Prinzip immer kürzer werden, weil am Ende läuft mir alles weg. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann eine Spot-Funktion nehmen. Dann habe ich das hier an diesen Blechen einfach mal simuliert. Am Anfang einen ganz kleinen Punkt, am Ende mit den gleichen Einstellungen einen riesengroßen Punkt. Oder ich mache das Ganze wirklich mit dem Finger und drücke hier immer vorsichtig mit dem Finger und setze einen Punkt nach dem anderen und werde da halt mit den Abläufen immer etwas kürzer. Das kriegt man mit etwas Übung auch relativ gut hin und dann kann man hier wirklich auch Aluminium spotten. Das ist Punkt 1, bitte auch Punkt 2 anhören, das ist ganz, ganz wichtig.
Denn Aluminium hat ein riesengroßes Problem. Wenn ich hier so einen Punkt setze, zieht hinterher die komplette Wärme wieder raus, wird ins Bauteil abgeleitet und dadurch neigt so eine Naht dann zur Rissbildung. Aluminium sollte man im Allgemeinen niemals nur verlaufen lassen, sollte man immer mit Zusatzschweißen, dass es deutlich sicherer gibt, deutlich mehr Festigkeit. Und dieses Phänomen der Rissbildung, das kennt man in der Schweißtechnik, gerade beim Aluminiumwerkstoff. Es ist sehr häufig, wenn man Nähte nur verlaufen lässt, dass sich hinterher so ein feiner Riss bildet. Das Schönste ist immer, wenn man den Riss wirklich sieht, dann weiß man, dass man Müll gemacht hat. Schlecht ist es immer, wenn sowas hinterher reißt oder bei Belastung reißt, also der Riss im Inneren ist, das ist dann das Schlechtere. Das heißt, Aluminium bin ich kein Freund von Spotten, bin ich kein Freund von Schweißen ohne Zusatz. Das ist aber auch die allgemeine Meinung der Schweißtechnik. Wenn man jemanden fragt, der da wirklich Ahnung hat, der wird dir auch sagen, Aluminium bitte immer mit Zusatz verschweißen. Ich denke mal, man sieht an diesen Beispielen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieser Technik. Und das ist auch Ziel und Sinn von so einem Video. Ich möchte hier nicht nur noch Erklärungen geben, ich möchte hier nicht nur irgendeinen Hype schaffen mit irgendwas, sondern will wirklich informieren, euch zeigen, was ihr wo einsetzen könnt und wo man es lieber sein lassen sollte. Und das sieht man, glaube ich, an diesen Beispielen sehr objektiv. Ich habe diese Box hier vorgestellt und die Resonanz war wirklich toll, habe ich mich natürlich drüber gefreut. Auf der anderen Seite war es natürlich so, die Box war relativ schnell bei Amazon ausverkauft und der Händler hat die Chance genutzt, das sind also direkt Chinesen, die hier in Europa verkaufen und haben dann einfach den Preis erhöht. Ja, tut mir leid, kann ich nicht ändern. Wie gesagt, die Boxen haben viele Zuschauer auch bei Amazon nicht nur gefunden, sondern bei AliExpress und bei Temu und ich weiß nicht, wo gibt es die wohl überall. Da tue ich mich immer schwer, so ein bisschen das zu verlinken. Ich habe die auf Amazon verlinkt. Der Link ist weiterhin hier unten. Da kann ich sagen, da habe ich sie bestellt. Da habe ich sie vernünftig bekommen und die Qualität ist wirklich aus meiner Sicht gut. Auch das Feedback von den ersten Leuten, die sich sowas gekauft haben, ist wirklich sehr, sehr gut. In diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, das Video war interessant. Ich habe noch eine kleine Werbung am Ende. Ich habe eine komplette Videoserie aufgenommen zum Cold Welding, zum Spotten, zum Kaltschweißen. Da wird wirklich alles im Detail erklärt und gezeigt. Wer da Interesse hat, das verlinke ich in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.